Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Zelda Link to the Past Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Fibra Games for You und wir machen hier das ein oder andere, von dem ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, was wir tun, weil wir doch ein ganzes Stück zurückgeschoben worden sind, sage ich jetzt mal. So, aber das sieht im Grunde genommen ganz gut aus, wenn ich das so deuten darf. Hier ist... hallo? Diese Viecher, ja. Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Hier drüben waren wir noch gar nicht drinne. Wo ist denn der Bossgegner? Der ist hier an der Seite irgendwie. Okay. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Wieso können wir denn da nichts ziehen oder so? Vielleicht können wir den hier so wegziehen. So? Nee. Schieben, ziehen? Nee. Nee. Komisch. Der Raum ist seltsam. Jetzt aber der Punkt, ist folgender. Ich glaube, wir müssen hier oben rum. Viele von diesen komischen schwarzen Dingern hier unterwegs sind, ist ja der Wahnsinn. Ah, das sieht aber gut aus im Grunde genommen hier. Das sieht schon in Ordnung aus. Soweit sind wir also gar nicht zurückgekommen. Wir müssten irgendwie hier so links rein. Irgendwie. Muss es irgendwie einen Eingang eigentlich geben. Ach, das war der Scheiß. Müssen wir das jetzt nochmal aktivieren, oder was? Das hier ist auch frech. Muss ich mal ganz ehrlich loswerden. Diese Feuerwalzen, ey. Sieht doch kein vernünftiger Mensch aus. Gucken, was es hier in der Mitte so gibt. Da war der Schalter. Ach. Ey, wisst ihr? Das, also manchmal stört mich das doch. Nein, nein, nein! So. Sind wir immer wieder dort, wo wir hin wollten. Du Schwein. Okay, bevor wir jetzt hier wieder drauf gehen, nehmen wir doch lieber hier einen von unseren Pots. Das gibt's doch nicht! Wollt ihr mich verarschen hier? Ich flieg gleich aus, ey. Gleich flieg ich aus. Ah, danke. Das ist der kackigste Dungeon, den ich kenne. So. Ah, oh, jetzt haben wir uns selber auch nochmal runtergekickt. Ja, danke schön.
Oh je, ein Schlüssel. Jetzt gucken wir mal. Nach meiner Meinung, ne? Im Moment. Müssten wir jetzt hier nämlich hier hoch. Und dann hier durch die Tür. Und dann kommen wir Richtung Boss von dem Dungeon. Ah, du Kacke. Was ist hier denn los? So, den haben wir. Komm. So, das haben wir. In Ordnung, vielleicht sollten wir auf den Bumerang wechseln. So, dann geht's hier runter und ich vermute, dass das Richtung Boss ist. Das sieht doch sehr gut aus. Das sieht ideal aus, fast schon. Oh je, oh je. So, jetzt kommt es nämlich drauf an. Ich glaube, den einen Kopf, den müssen wir mit Eis schlagen. Oh! Jetzt haben wir ihn gedamaged. Okay, den haben wir. Jetzt mal, wenn der. Okay. Ah! Drecksack. Okay, okay, okay. Wir müssen so einen Pott nehmen. So, okay. Na komm schon, Riesenkopf. Okay, den haben wir. Und jetzt? Ist der komplett kaputt? So einfach, oder was? Einen letzten Angriff noch und dann macht er ein. Oh, 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 doch nicht. Wie kriegen wir den denn jetzt kaputt, ist die Frage. Ey. Das gibt's doch nicht. Wegen diesem Eiskack, von dem ich nicht runtergekommen bin. Glaubt man's denn? Wie kriegen wir das denn auf die Reihe, bitte? Da bin ich im Moment noch unschlüssig. Nee, also ohne Pots brauchen wir es gar nicht erst probieren, ist das Problem. Ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen hier jetzt erst nochmal rauszukommen. Und das am besten hier mit dem Spiegel. Um dann nochmal einkaufen zu gehen. Hier in den nächsten Folgen, ey. Vor allem können wir auch mal gucken, dass wir die andere Flasche noch bekommen. Das halte ich für eine super Idee. Ah, oh, okay. Gucken, was da unten drin ist. Ah ja. Das ist ja bekloppt. Das ist ja bekloppt hier, was hier abgeht. So, holen wir einen Vogel. Ich
Wie soll ich denn diesen Kerl kaputt machen? Soll ich da auf diesen mittleren Ring dann irgendwie draufschlagen oder was? Der ist aber so riesig und verkeilt sich so, dass du da kaum dran kommst. Das ärgert mich ein bisschen. Das kann es ja wohl nicht sein. Also ich meine, kann schon, weil es sehr offensichtlich so ist, aber das ist schon krank. Ja, kaum kommst du hier in das in den Bildschirm, sage ich mal, schon macht er einen auf dicke Hose. Ah, danke fürs Herz. Am besten wär's, wenn wir halt, ach stimmt doch. Wenn man, oder wenn wir dieses blaue Zeugs bekommen, weil das blaue Zeugs ja letztendlich beides hoch macht. Also HP und Mana. Das macht ja dementsprechend die komplette Leiste voll. Und ich denke, das könnte eventuell ganz gut sein. Das Problem ist aber, ich brauche noch irgendeine Strategie, um dann das Vieh kaputt zu machen. Letztendlich. Weil da hapert es offensichtlich im Moment noch dran. Da habe ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet, dass der quasi sich da nochmal dann bewegt. Ich habe gedacht, du musst da die Köpfe irgendwie kaputt machen, aber das scheint gar nicht mal der Fall zu sein. Moment. Sollte es hier nicht das mit der Dings geben, mit der Truhe? Da was verpeilt? Ist ja auch lustig hier, dass in der Schattenwelt bei uns ein Laden ist in unserem Haus. Oh, ein böser Baum. Oh, hallo, was hier? Hallo, liebe Damen, sehr nett, sehr nett. Müssen auch gucken, dass wir irgendwie noch mal ein bisschen Kohle ran schaffen. Da muss ich mir was überlegen, wie wir das am besten machen. Ich würde auch generell sagen, wir machen mal einen Cut hier an der Stelle. Ich gucke mir noch mal an, wie wir da in die letzte Flasche kommen, weil ich denke, die ist halt auch ziemlich wichtig. Und bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen, sage aber trotzdem ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.